Wie fühlst du dich jetzt eigentlich? Ja, dementsprechend enttäuscht ohne Ende. Kein Wunder, nach dem, was wir bis jetzt geleistet haben hier in dem Turnier, haben wir uns alle viel mehr ausgemalt. Wir wollten ins Finale kommen und Silber oder Gold halt holen. Und klar, man verliert gegen den Weltmeister. Aber das ist schon bitter, vor allem wenn man 5-2 vorne liegt und die andere Mannschaft schon den Torhüter wechselt. Und dann denkt man sich halt, ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Und dann kassiert man ein paar dumme Konter und die werden halt eiskalt ausgenutzt. Und ja, ruckzuck führt der Gegner. Und das ist halt bitter. Was war das, der Tick, sag ich mal, wo die Schweden besser waren als ihr? Wir haben halt eine Reihe mit sehr erfahrenen Spielern. Einen Spieler, der halt heute Abend 3 oder 4 Tore auch gemacht hat, der spielt halt jetzt wahrscheinlich auch in der NHL. Der hat sich halt dementsprechend einfach durchgesetzt und 1 gegen 1, gerade beim Inline, der Torhüter halt viel schlechtere Chancen als auf dem Eis, weil ich halt nicht so beweglich bin. Und wenn er halt um einen rumfahren kann, dann ist das ein bisschen, hat er ein bisschen mehr die Chancen auf seiner Seite. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gut gekämpft, wir haben sehr diszipliniert gespielt, wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Jetzt sind wir erstmal alle sehr enttäuscht. Kannst du dem ganzen Turnier trotzdem was Positives abgewinnen? Auf jeden Fall. Also, das ist das beste Turnier, was wir bis jetzt gespielt haben. Die allerbeste Atmosphäre, glaube ich, die ich seit diesen 6 Inline-Jahren mitbekommen habe. Ingolstadt ist Wahnsinn, alles drumherum, was alles hier geleistet wurde, ist überragend. Da können sich andere wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren erstmal so bleiben, weil die Stimmung, die wir hatten, ich wollte die mit ins Finale nehmen. Das ist natürlich schwer jetzt morgen. Ich habe so ein bisschen das WM-Gefühl gerade, wirklich wie vor 3 Jahren, ne? Bei der Fußball-Weltmeisterschaft. So, man ist kurz davor, ins Finale zu kommen und dann verliert man halt. Ne? Das ist halt echt bitter. Morgen geht es ja gegen Finnland nochmal um Bronze. Wie könnt ihr euch für morgen nochmal motivieren? Klar, Bronze ist Bronze, ne? Haben wir die letzten 2 Jahre geholt, das ist auch eine Medaille. Und gegen die Finnen bestimmt auch nicht leicht. Die sind erstmal genauso enttäuscht wie wir wahrscheinlich. Bei uns noch ein bisschen mehr, weil wir eigentlich uns mehr ausgemalt haben. Aber ich schätze mal, morgen ist ein anderer Tag, da hat man eine Nacht drüber geschlafen. Jetzt ist erstmal, naja, Enttäuschung. Gegen den Weltmeister, gerade im Halbfinale verloren, wie enttäuscht sind Sie denn momentan? Ja, Sportler sollte man immer enttäuscht sein nach einer Niederlage. Das ist logischerweise, aber hält sich eigentlich in Grenzen, muss ich ganz auch ehrlich sagen, weil wir haben gegen den Weltmeister verloren und das in auf Art und Weise, wir hatten sie am Rande einer Niederlage, wir waren vielleicht sogar dominanter, hatten die besseren und mehr Chancen, aber das macht den Weltmeister aus. Oder die Schweden haben einfach aus ihren wenigen Möglichkeiten mehr gemacht, die bessere Chancenverwertung. Können Sie dem Ganzen trotzdem oder der Inline-Hockey-WM hier in Ingolstadt was Positives abgewinnen? Wir sind ja noch nicht am Ende, aber absolut jetzt schon. Die Stimmung ist einmalig. Die Spieler sind begeistert. Und ich hoffe natürlich, dass die Zuschauer das auch honorieren, morgen noch in diesem Spiel um Platz 3, der für uns natürlich absolut noch interessant ist. Denn eine Bronzemedaille zu holen ja auf einer Weltmeisterschaft, das ist immer ein großer Erfolg. Ja, da könnten die Jungs wieder stolz sein auf sich, denn wenigstens im Inline zählen wir zur Weltspitze. Morgen geht es nochmal gegen Finnland. Einmal sind die Finnen schon geschlagen worden, trotzdem werden die nochmal versuchen, was zu machen. Wie kann man trotzdem die Jungs heute nach der Niederlage motivieren? Gut, die Finnen haben ja auch verloren, denen geht es genauso. Da muss man wirklich in Ruhe drüber schlafen. Morgen neu motiviert kommen, das muss eine Mannschaft können, so eine Niederlage auch wegstecken, auch wenn es schwer ist. Die Finnen in der Vorrunde sicherlich deutlich besiegt, aber ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir morgen ein anderes Spiel erleben. Ich habe nur zum Vergleich, letztes Jahr haben wir in der Vorrunde gegen die Amerikaner 9-3 verloren und dann im Spiel um Platz 3 haben wir sie 6-5 geschlagen. Also es wird morgen mit Sicherheit ein anderes Spiel wie in der Vorrunde.